Türen öffnen, Brücken bauen, neue Wege beschreiten. Pioniergeist. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Yasmin Yazan ist Bestseller-Autorin, international unterwegs als Keynote-Speaker und Expertin für digitale Transformation. Sie hilft Menschen und Unternehmen, Veränderungen selbst zu gestalten. Yasmin Yazan trifft Stars wie Mel Gibson oder Michael Douglas und spricht mit ihnen über die Geheimnisse ihres Erfolgs. In diesem Podcast spricht sie mit euch. Pioniergeist. Starte jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute möchte ich gerne mit euch über das Thema Leidenschaft sprechen. Denn völlig unabhängig davon, wie du für dich Erfolg definierst und was du dir zum Ziel gesetzt hast, als übergeordnete Vision verfolgst etc., ohne deine innere Leidenschaft zu kennen, fällt es dir schwer, das zu erreichen. Darüber sprechen auch ganz viele Experten, Promis etc., die einen gewissen Weg bereits hinter sich gebracht haben. Du wirst es wahrscheinlich schon ganz oft gehört haben, wie wichtig es ist, nicht nur dem Gedanken, ich möchte mehr Geld verdienen, hinterher zu hecheln, sondern eben, dass sie meist sogar auch beschreiben, dass sie erst erfolgreich geworden sind, nachdem sie das losgelassen haben und nachdem sie einer inneren Leidenschaft gefolgt sind. Und die Frage, die sich in diesem Zusammenhang allerdings ergibt, ist, ja, wie finde ich denn eigentlich, was meine innere Leidenschaft ist? Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Da vielleicht nochmal ein paar Hintergründe. Es ist ja so, dass wir alle in einer bestimmten Art und Weise sozialisiert werden in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir haben als Kinder gewisse Dinge vielleicht gerne gemacht und unser Umfeld hat uns aber dann irgendwann im Laufe der Zeit klar gemacht, dass das vielleicht gesellschaftlich nicht so erwünscht ist oder dass wir andere Dinge zu fokussieren haben, dass es auf Leistung ankommt und so weiter. Also verschiedene Parameter, je nachdem, in welcher Familie ihr groß geworden seid, in welcher Schule ihr wart, wie eure Kameraden mit euch umgegangen sind, was die Lehrer von euch erwartet haben, bis hin zu auch bei der beruflichen Entwicklung, mit welchen Chefs ihr zusammengearbeitet habt etc. Und im Rahmen dieser gesellschaftlichen Sozialisierung ist es in der Regel so, dass ganz, ganz viele Menschen einfach nicht mehr genau wissen, was ihre Leidenschaft ist, weil das irgendwo verschütt gegangen ist auf ihrem Weg. Und das mag vielleicht auch bei dir der Fall sein und deswegen möchte ich dieses Thema einmal aufgreifen, weil das in meinen Coachings immer wieder vorkommt, dass das ein ganz, ganz großes Thema auch ist. Das heißt, Menschen verfolgen ein Ziel, wissen aber gar nicht genau, weshalb. Und ganz häufig stellt sich dann im Laufe des Coaching-Prozesses heraus, vielleicht ist das Ziel, was man ursprünglich gedacht hat, das Ziel ist gar nicht das Ziel, sondern es steckt etwas ganz anderes dahinter. Und da macht es durchaus Sinn, eben ein wenig so in diese Erkundung reinzugehen, um mal zu überlegen, was ist denn eigentlich tatsächlich meine Leidenschaft? Nur die wesentliche Frage ist natürlich, wie finde ich das und wie erkunde ich das eigentlich? Und da möchte ich euch etwas an die Hand geben, was in meinen Coachings sehr, sehr gut funktioniert, nämlich so ein Stück weit die Reise in die Vergangenheit. Also was ich ganz häufig als Technik verwende und das funktioniert meistens auch wirklich sehr, sehr gut und ihr könnt es einfach mal ausprobieren, ist euch mal die Frage zu stellen, wenn ihr mal zurückdenkt, ja, ganz, ganz, ganz weit zurück, gab es irgendwas, woran ihr euch erinnern könnt, das ihr als Kind gemacht habt, stundenlang, ohne zu merken, wie die Zeit vergangen ist? Oder vielleicht ist es ein Märchen, an das ihr euch erinnern könnt, das ihr in der Vergangenheit immer und immer wieder gehört oder gelesen habt oder euch erzählen lassen habt. Und das sind meistens die Punkte, an denen ihr andocken solltet. Wenn euch da was einfällt, dann schaut im nächsten Step mal nach, ob ihr das in eurem Lebenslauf wieder entdecken könnt. Gibt es Sequenzen, wo ihr vielleicht bis heute noch ähnliche Filme schaut, ähnliche Serien, ähnliche Stücke euch anhört? Das kann also auch Musikstück oder sowas sein. Und wenn
ihr irgendetwas findet, was in diese Richtung geht, dann solltet ihr das aufgreifen, um euch wirklich Gedanken darüber zu machen. Was zum Beispiel, nehmen wir mal an, es ist ein Märchen, ja? Wenn es ein Märchen war und es gibt vielleicht Filme, die vergleichbar sind, die in die gleiche Richtung gehen. Welche Rollen gab es in diesem Märchen? Ja, und womit habt ihr euch als Kind identifiziert und identifiziert euch vielleicht auch heute immer noch, wenn ihr einen Film schaut, mit dieser Rolle? Was genau kennzeichnet diese Person, um die es geht? Ist es eher ein Held? Ist es eher ein Opfer? Ist es eher das Familienmitglied, das irgendwie anderen immer aus der Patsche hilft oder ähnliches, was auch immer. Da werdet ihr Eigenschaften finden, die auf jeden Fall etwas mit eurer Leidenschaft zu tun haben. Und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass wenn dieser Ansatz erstmal gemacht ist und die Personen, die sich im Coaching mit mir befinden, anfangen darüber nachzudenken, dann plötzlich einen Aha-Moment haben. Einen Moment, wo sie sagen, boah, jetzt fällt mir irgendwie das eine oder andere wie Schuppen von den Augen. Das ist ja wirklich heftig. Das zieht sich ja über meine gesamte Laufbahn durch. Und dann kann man im nächsten Step tatsächlich daran ansetzen, genauer hinschauen und überlegen, welche Bedeutung hat das? Wie habe ich mein Leben vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon daran ausgerichtet, ohne dass es mir bewusst gewesen ist? Und was bedeutet diese Erkenntnis nun in Bezug auf das, was ich erreichen will und wo ich hinlaufen möchte? Das Ziel, das konkrete Ziel, das ich erreichen will. Alles andere kommt danach. Diese Erkundungsphase ist eine der wesentlichen Aspekte in den Coachings und danach kommt das eine oder andere quasi wie so Dominosteine, die dann nacheinander in Gang gesetzt werden, wenn erstmal der Anstoß gesetzt ist. Deswegen kann ich dir also wirklich nur empfehlen, tatsächlich mal darüber nachzudenken und in eine Erkundung zu gehen, in der im Vordergrund steht, zu gucken, was habe ich als Kind unglaublich gerne gemacht, womit habe ich ganz, ganz viel Zeit verbracht, welche Märchen waren es oder Geschichten waren es, die ich ständig gehört habe, mir erzählen lassen habe und wo in meinem Lebenslauf, an welchen Stellen kann ich irgendwelche Verknüpfungen dazu wieder entdecken. Ja, viel Spaß bei der Erkundung. Lasst mich gerne auch wissen, zu welchen Ergebnissen ihr gekommen seid, wie es euch damit gegangen ist. Und falls ihr da noch Unterstützung braucht, einfach die Fragen entsprechend formulieren, damit ich darauf eingehen kann. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis demnächst. Pioniergeist. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Jasmin Yazan hilft Menschen und Unternehmen, Veränderungen selbst zu gestalten. Mehr zu Keynotes, Workshops und aktuellen Projekten gibt's auf www.jasminyazan.com. Pioniergeist. Starte jetzt!